eine Runde auf Spar-Fränkischer. Als Vorbereitung auf die Runde habe ich hier erstmal weiter ausgeholt, um mehr Schwung auf die Runde mitnehmen zu können. Dann, wenn wir die Runde starten, ich gehe die Bremsbalance und Traktionskontrolle etwas runter, damit ich mehr Rotation am Exit und am Entry bekomme. Hier schön den Curb innen mitnehmen, weit raus tragen lassen, aber nicht zu weit, weil sonst der Curb dich einfach nur langsamer macht. Jetzt kommen wir auf Rouge. Geht größtenteils immer flat. Heißt, man muss sich lupfen. So viel Curb mitnehmen, wie es geht. Damit man weniger lenken muss und so viel Geschwindigkeit mitnehmen kann, wie es geht. Hier Chemistrate. Gute Möglichkeit, Traktionskontrolle und Bremsverlust wieder hochzustellen. Links den Curb mitnehmen, rechts den Curb mitnehmen. Links wieder am Curb einhaken, um das Auto gut rumzudrehen. So weit links bleiben wie möglich, damit man den Exit vorbereiten kann. Dann kommen wir auf die nächste Kurve, wieder so spät bremsen, wie es geht. Es geht leicht bergab, deswegen ist es leicht sich zu verbremsen. Dann auch wichtig, hier wieder weit rechts zu bleiben, damit man den Curb hier mitnehmen kann. Wieder leicht am Curb einhaken, die ganze Streckenbreite nutzen und dann hat man wieder eine kurze Verschnaufpause. Die nächste Kurve ist eine der schwierigsten Kurven, weil die größtenteils blind ist und auch eine sehr schnelle Kurve ist. Wichtig ist dabei, so weit links zu bleiben wie möglich. In dieser Kurve frühen Apex haben, immer rechts bleiben, den Curb leicht mitnehmen, damit man die Linkskurve vorbereiten kann, früher ins Gas, die ganze Streckenbreite wieder nutzen. Dann das gleiche wieder hier von außen nach innen, die ganze Streckenbreite wieder am Exit nutzen, damit man die Rechtskurve vorbereiten kann, um wieder so viel Schwung zu nehmen auf die ganze Gerade, die es erfolgt. Wichtig hierbei ist, dass wenn man auf einer schnellen Runde ist, die Bremsbalance und die Traktionskontrolle wieder runterzustellen, eben damit das Auto wieder ein bisschen besser bremst und am Exit wieder mehr vorwärts geht. Die letzte Kurve ist die Busstop, so spät bremsen wie es geht, Rechtskurve mitnehmen, Curb mitnehmen und so früh aufs Gas zu gehen, damit man den besten Exit möglich wieder kriegt. Das war eine Runde auf Spar-Francorchamps, eine 16-4 Mercedes AMG. Grundsätzlich eine sehr gute Runde, relativ sauber und wenig Fehler.